Willkommen zum Digi-Sonntag. Heute gibt es auf jeden Fall heiße News, denn der Edelstahl-Dämpfeinsatz ist endlich im Sortiment. Und wir testen ihn heute natürlich direkt aus. Und zwar probieren wir uns an einem Gericht, das ich auf Social Media gesehen habe, und zwar gedämpften Tofu. Ich bin schon richtig gespannt, wie das klappt, und würde sagen, wir starten direkt. Ich probiere mich heute an zwei Sorten von Tofu, an unserem Naturtofu und an dem Chili-Tofu. Bringt schon so eine leichte Würze und Schärfe mit. Zuerst drücke ich den Tofu einmal aus und dann schneide ich die in so dickere Scheiben. Als nächstes Pak Choi, eins meiner Favoriten mit Tofu zusammen und mit Reis. Hier schneide ich einfach den Strunk ab und dann können wir quasi die einzelnen Blätter so nehmen. Du kannst sie noch mal halbieren oder ein bisschen kürzer schneiden. Aber wenn sie so in den Dämpfeinsatz passen, kannst du sie auch genau so da reinlegen. Und da wir heute zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen, können wir dämpfen, während wir Reis kochen. Deshalb gebe ich jetzt erstmal den Reis hinzu. Ich habe heute zwei Cups genommen. Das reicht für so circa 2 bis 3 Portionen. Und das richtige Wasserverhältnis habe ich schon abgemessen. Findet ihr auch übrigens auf unserer jeweiligen Produktseite, falls ihr euch mal nicht sicher seid, oder auf der digitale Reiskocher Produktseite. Jetzt gebe ich noch Salz hinzu und dann koche ich den Reis im, der Stecker ist noch nicht drin, im Feinmodus und dann im Weißmodus. Und nach circa so 20 bis 30 Minuten, würde ich sagen, geben wir dann die Dämpfzutaten hinzu. Denn der Reis braucht ja viel länger und der Tofu, würde ich sagen, und Pak Choi nur so circa 10 Minuten. Kleine Ergänzung, ich habe es getestet. Ich will den Dämpfeinsatz schon nach circa 10 Minuten hinzugeben, weil der Reiskocher dann in der Kochphase ist und dann dort so für circa 10 Minuten dämpfen lassen. Kommen wir zu der Marinade von dem Tofu. Die besteht aus etwas Sojasauce, Ketchup, Mayonnaise für die Süße, Sesamöl, ein ganz bisschen Reisessig und dann noch den Saft einer halben Zitrone. Und wenn du magst, kannst du das Ganze noch ein bisschen mit ein bisschen Pfeffer abschmecken. Jetzt gebe ich einmal so ein bisschen mehr als die Hälfte der Marinade über den Tofu und lasse den Tofu damit schon mal einziehen. Den Rest der Marinade nutze ich dann später im Dämpfeinsatz. Sieht schon so gut aus. Und ab in den Kühlschrank damit. In der Zeit lasse ich ihn einmal kurz ziehen. Und dann geht's gleich ins Dämpfen. In der Zwischenzeit kannst du übrigens sehr gerne unseren Kanal abonnieren. Einfach auf die Glocke klicken und du verpasst auch wirklich keine Videos mehr. So, ich gebe jetzt alles in den Dämpfeinsatz. Denn wir können gleich starten. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Sollen wir das überhaupt filmen oder nur vielleicht ein Close-up machen? Vorsichtig, wenn du den Deckel öffnest, denn es ist wirklich heiß. Ich gebe jetzt einmal meinen Dämpfeinsatz und lege ihn einfach da rein, so, und Deckel zu. Und dann warten wir jetzt so circa 8 Minuten. Ich stelle mir einen Timer und dann ist es auch gleich schon fertig. Der Tofu ist fertig und es riecht hier schon richtig, richtig lecker. Der Pak Choi ist jetzt auf jeden Fall gut durch, aber noch knackig. Und bei dem Tofu hat sich im Äußeren gar nicht so viel getan. Aber geschmacklich wird er auf jeden Fall ein paar Aromen mitgenommen haben. Ich werde den jetzt, beziehungsweise ich werde das jetzt noch schön anrichten mit Erdnüssen, noch ein bisschen Pfeffer drüber geben, Sesam und Chiliflocken. Und dann können wir auch schon essen. Wenn du möchtest, kannst du natürlich alles auf dem Teller anrichten oder aus dem Dämpfeinsatz essen, aber vorsichtig, heiß. Dämpfen im digitalen Reiskocher, so einfach funktioniert es. Erstmal, ihr habt zwei Optionen. Bei der ersten Option ohne Reis kochen könnt ihr einfach so 1 bis 2 Cups in den Reiskocher geben und den Steam, also den Dämpfmodus, auswählen. Und bei der zweiten Option, so wie ich es jetzt mit Reiskochen gemacht habe, erst einmal den Reis hinzugeben, dann habe ich nach so circa 10 Minuten den Dämpfeinsatz hinzugegeben, als der Reis so in der Kochphase quasi war. Und Tofu und Pak Choi brauchen nun mal nicht so lange. Dann habe ich die so circa 10-12 Minuten drin gedämpft. Je nach Konsistenz könnt ihr es auch ein bisschen kürzer machen.
Und das war es eigentlich schon. Es ist ein wirklich mega easy Rezept und es schmeckt auch ganz gut. Ich lasse es mir jetzt schmecken. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt uns gerne einen Daumen nach oben und wir sehen uns beim nächsten Mal. Guten Reishunger!